Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal. Wir spielen heute The Hotel. Und zwar ist das Ganze eine Demo. Und da gucken wir jetzt mal direkt rein und schauen mal, wie das Ganze so aussieht. What does it mean that the stay is no longer available? We still have 2 days. Come on, fucking game. No! Up, up, up! Ah, come on. This has never happened to me. I will definitely leave a negative review. Tell him. He was our manager. We'll leave tomorrow morning. What? Why should we leave this paradise? They postponed the opening for 4 weeks and are no longer interested in our review? Ah, fuck it. We have 30 other hotels waiting for us. Let's see. Oh, that's not bad. Luxurious hotel by the sea in a tourist resort. Just a stone's throw away from the center. I'm tired of all these luxurious and crowded hotels. Isn't there something more isolated? I want some quiet time. Let's see. Yeah, they sent us a request a couple weeks ago. It's located on a small island connected by a strip of land. It doesn't look particularly comfortable. It's okay. Let's go there. Okay then. I'll give the confirmation to our manager. Tell him we're available tomorrow, too. Check the navigator, please. I have low signal. We should be close. Only a couple of miles to go, and then we should see the parking lot. Finally, an isolated and quiet hotel. We should also have the wellness center all to ourselves. Really? God, did you run over an animal? Let me go check. There's nothing here. Maybe it ran away. Maybe we killed him? It'd still be on the road. Don't worry, nothing happened. Are you afraid of falling into the water? Well, honestly, I expected it to be a little more welcoming. Huh, let's go and see. Push.
seems locked. Got it. What a dreary place. It's a little scary. Hello? Anyone here? Good evening. I was waiting for you. Come in. Hi, can you call the porter for our luggage? There's no porter here anymore. It's just my husband and me. We have no staff. I'll take your baggage. Oh, thank you. Can you tell us about our room? Sure. Check first from the window that the car is parked in the guest space. Okay. Man, I can't see shit from here. You didn't bring any weapons with you, did you? Weapons? For what? Very good. Oh! What are you doing? Don't resist. It's worse. I can't breathe! Are you crazy? What do you want? No! I'll treat you like the whore you are. You'll die here. No! Help! What? Good evening, Alex. Oh, fuck! Look who woke up. I guess you were looking for Judy. She's hidden somewhere in the hotel. If you want to see her again, we have to play a little first. What do you think? No, you're all fucked up! I'm calling the police! How do you think you can call them? Phones have no signal and we are completely alone here. Back to us. On the chair in front of you, you will find some useful items. A gun, a knife, and a torch. As I said, I want to play with you. Imagine you're on a treasure hunt, where if you make a mistake, you die. Yeah, well, what if I come find you and just shoot your ass? Don't worry, I'll be looking for you. Have fun. Where the fuck did we go? I gotta find Judy and escape. Also, weiß ich nicht. Das ist, wenn man gierig wird. Ne? Also, man will alles umsonst haben, man ist so ein Influencer und sagt sich, ja, was kostet mich die Welt? Wir gehen erstmal ins Bathroom. Wir sind uns ja... There's nothing here. What the? Ja, es ist nichts hier. Hey, nee, are klar. You okay? You need some help? Ich glaube, der braucht keine Hilfe mehr. Oh. Ja, oh. Seems to be dead. Also der Alex ist schon Blitzmerker. You're not human. Ja, denn ich. What the hell are you? Schieß doch auf ihn! Du hast eine Waffe! Ein Messer! Du hast doch alles da! No! Stop it! Die! Was ist das für ein Spiel? Also, please! Einfach vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Ich wollte hier nur rein, weil ich dachte, ich wasche mein Gesicht, weil ich bin ja verletzt. Nein, da kommt hier so eine Attack Mac. Oh, was hier? Da ist ein Schlüssel. Vielleicht sind die einen Schlüssel aus Metall aufsammeln. Ja. Schade, dass da nicht steht, für was der Schlüssel ist. Oh, dieses Gequietsche da oben. Können wir das ausmachen? Es handelt sich um ein einfaches Waschbecken. Ja, cool. Okay. Vielleicht auf Klo? Also können wir uns hinsetzen und sagen, es gibt
Es gibt kaputte Toiletten. Es sieht so aus, als wären sie schon lange nicht mehr benutzt worden. Schade. Können wir dann aus dem Fenster? Ohne Jill. Geht das? Nein. Warum auch? Very good, Alex. You already met the other hotel guests. What the fuck was that? I think that was Mr. Smith. Smith? He was our guest a few weeks ago. But he didn't like his stay very much. Keep going. You still have to visit the hotel. See you later. Finde ich jetzt in jedem einzelnen Raum... Leute? Also mal blöd gesprochen, wir nehmen mal hier oben die Munition auf. Ich will nicht in die Laundry gehen, wenn da weiterhin Leute sind. Kann ich einfach Telefon nehmen? Das Telefon? Ich brauche Münzen, um anzurufen. Okay. Put your shit here. Münze. Na, guck mal, da haben wir doch eine Münze. Jetzt kann ich doch bestimmt einen Call machen, oder nicht? Ding, ding. Wobei, Notruf geht doch immer. Anscheinend gab es irgendeine Sequenz, die wir nicht gesehen haben. Schade. Ja, nun, ja, gut. Wissen wir jetzt nicht, wen er angerufen hat? Ist natürlich, schade. Wir nehmen uns ein bisschen Health mit. Ich habe noch mehr Münzen. Kann ich vielleicht nochmal einen zweiten Call machen? Warte mal. Ich kann das. Das ist meine Lootbox. Also meine Box, wo ich Sachen verstauen kann. Das ist zum Speichern. Na dann. Speichern wir doch mal. Kann ich hier... Ja. Gut. Haben wir gespeichert. Ich habe keinen Schimmer, wie lange das Game geht. Aber hier hinten liegt noch was. Möchten Sie starke Schmerzmittel nehmen? Ja, möchte ich vorsichtshalber mitnehmen? Ich zieh mal die Mauszeiger wieder raus. Okay. Komme ich hier raus? Okay. Hier gibt es dann noch so eine Dings. Kann ich hier wieder rüber? Nein. Hä? Ich bin jetzt schon lost. Hier kann ich nichts drücken. Okay. Cool. Cool, 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 cool. Hier? Nein, nein, nein. Auch nicht. Nein, warte. Ich habe es gerade gesehen, dass da hinten... Nein, nochmal umdrehen. Umdrehen. Ja. Da gab es noch eine andere Tür. Hier. Da. Was ist denn das da Schönes? Was erblickt denn da mein Auge? Es ist eine Vitrine mit speziellen Waffen drin. Vielleicht gibt es einen Weg, sie zu bekommen. Ja. Indem du das Fenster einfach aufschießt. Wäre eine Option, oder? So kann ich jetzt dran... Nein. Schade, hier geht's zu den Stairs. Im Spa befindet sich ein Monitor für die Dampfkontrolle. Dort steht Zugang aufgrund zu hoher CO2-Menge blockiert. Okay. Kann ich den Alarm auslösen? Nein. Ich weiß nicht, ob ich ins Treppenhaus möchte. Die Tür ist auf der anderen Seite verschlossen. Okay, können wir auch nicht. Sehr gut. Dann schauen wir uns da erstmal hier weiter um. Hier haben wir noch eine Tasche. Die wir uns nicht angucken können. Okay. Billard. Ding. Möchten Sie die Billardkugel sammeln? Ja, warum nicht? Und hier ist noch ein Zettel. Anmerkung des Instandhalters. Hallo. Das Spiel wurde soeben geändert. Um in den kognitiven Bereich zu gelangen, müssen Sie drei Kugeln in einem komplizierten Mechanismus einführen. Auf dem Weg zur Arbeit gibt es jetzt auch Rätsel. Heute habe ich um 6 Uhr Feierabend gemacht. Bis morgen zum Mittagessen. Hä? Okay. Also drei Kugeln finden? Cool. Mechanismus irgendwie denn dadurch öffnen? Okay. Hier geht's auch noch hoch. Okay, wir gehen mal die Treppe hoch, obwohl ich eigentlich da nicht hin wollte. Die Bilder auch auf der anderen Seite, die sehen einladend aus. Don't dead on...
Pen Insight. Lässt sich nicht öffnen. Sie ist mit einem Schlüssel verschlossen. Ja, ich habe doch einen Schlüssel. Können wir den dafür nutzen? I have a key. Sie können den Gegenstand jetzt nicht verwenden. Okay, ich kann den Gegenstand halt nicht verwenden. Run. Wieso run? Okay, Tür ist mit dem Schlüssel verschlossen. Ich kann aber auch die Tür nicht öffnen, ne? Also ist... It is impossible. Rick... is here? Ist Rick? So, kann ich die jetzt aufmachen? Dann gehen wir jetzt hier wieder runter. Wow. Wow. Ein Schwert eingraviert zu sein, okay. Alter, das ist ja wie Resident Evil. Mit so extra Symbolen. Die Tür ist von der anderen Seite gesperrt, okay. So, hier hinten hatten wir noch eine Tür. Und wir haben natürlich noch die Ausgangstür, ne? Also, ohne... Unter dem Schloss scheint das Zeichen eines Kreuzes sich zu befinden. Ja, und welches haben wir jetzt? Ich traf nichts, Chat. Also wir haben hier noch Medizin. Sie haben die Tür entriegelt. Okay, wir können auf jeden Fall raus. Hä? Warum treffe ich denn nicht? Der lebt ja noch. Mach doch nicht sowas. Also ich hoffe, dass er auch selbst... Oh. Nee. Bist du. Nö, 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 nö. Lass mich in Ruhe. Insert a card. Ich hab keine. Okay. Dann wieder nach oben. Dann durch... Nein. Durch diese Tür. Schlüssel ist für die Haustür, stand da. Achso, wo stand da? Nein! Oh! Lass mich in Ruhe. Welche Taste muss ich denn drücken? In die Nüsse. Okay, das ist abgeschlossen. Das ist schlecht. Gewehrmunition, ja, das finde ich gut. Ich kann da nicht vorbei. Okay, Freunde. Jetzt kriegt ihr erstmal alle in die Fresse. Ich bin hier in der Ecke gefangen, es ist unfassbar. Ich sterbe. Ich bin gestorben. So, ich glaube, der Key ist hoffentlich an den Leuten einfach vorbeirennen. Ich weiß nicht, wohin dann als nächstes. Von da kommt ja jetzt die Tante. So, hier kann ich nicht hin. Lass mich. Okay. Okay. Einfach, ich versuche einfach ein bisschen Munition zu sparen. Ist okay, Schilder liest auch keiner. Ja, das ist richtig.
bin jetzt da nur lang gegangen, um die Tür da zu öffnen? Ich dachte, wir müssen eine Karte finden oder so. Oder einen anderen Schlüssel. So, hier gibt es den Stairway. Und zwar findet sich ein Monitor für die Dampfkontrolle. Dort steht Zugang aufgrund zu Hörer blockiert. Ja. Ist halt schwierig. Jetzt soll ich im Kamin nachgucken für einen Schlüssel, ey. Ist das jetzt euer Ernst? Das heißt doch jetzt aber auch im Umkehrschluss, dass ich jetzt noch irgendwas finden muss, um... Wait. Um das Feuer zu löschen. So, und da können wir doch hier in die Bathroom gehen. Und können doch bestimmt... mit der tollen Vase, die wir haben... Es ist eine Vintage-Vase. Sie ist an der obersten Oberseite zerbrochen. Ist ja okay. Sie können diesen Gegenstand jetzt nicht verwenden. Warum nicht? Warte, kann ich das so machen? Nein. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann die Vase nutzen, um Wasser einzufüllen. Oder Blut halt, ne? In dem Fall Wasser. So, weil damit könnten wir doch jetzt bestimmt das Feuer löschen. Ja. Uns den Schlüssel nehmen und zumindest irgendeinen Raum aufschließen. So, wir möchten den Kreuzschlüssel sammeln. So, wo haben wir denn jetzt das Ding gehabt mit dem Kreuz? Das war, wenn ich mich nicht ganz täusche, einer von den beiden hier, ne? Nicht? Und im Schloss scheint ein Symbol eines Schwertes eingraviert zu sein. Da ist das Schwert. War der oben gewesen, der Kreuzschlüssel? Gab noch eine Tür, wo du gestorben warst. Ja, da können wir auch noch mal kurz hin. Stimmt. So, und zwar hier hinten die mit diesem X da drauf. Hier, die hier. Sie haben die Tür entriegelt. Also, wie gesagt, ich muss sagen, grafisch macht das Spiel echt schon eine Menge gut. Wirklich. Was ist das hier? Die Cutscenes sind so ein bisschen grafisch, sag ich jetzt mal, so lala. Oh fuck! Oh, huh. He's already dead? Who are you? A porter? Magnetkarte gefunden. Ich habe eine Magnetkarte. Wir rennen einfach weg. Ich weiß nicht, ob das die cleverste Idee ist. Ich habe nicht genug Platz. Ich bin sehr besorgt über das Verhalten der Projektmanager. Sie fangen an, jede Form von Sicherheitsprotokollen zu ignorieren, was bedeutet, dass die Daten, die wir sammeln, nicht wissenschaftlich wertvoll sein können. Vielleicht sollte ich den Obersten alarmieren und ihn bitten, einzugreifen. Ja, alles ein bisschen spät, mein Freund. Kleine Schlüssel, sie haben nicht genug Platz. Gut, dann sorgen wir mal kurz für Platz. So. Damit wir zumindest den kleinen Schlüssel aufnehmen können. Ich glaube, dass der wichtig ist. Und wir könnten mal überlegen, ob wir auf die Waffe wechseln. Wir haben jetzt die Magnetkarte. Aber wir können ja auch erstmal hier rein. Wo auch immer wir jetzt hier sind. Wir gehen immer tiefer. Ich will...
okay. Cool, 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 cool. Da steht Exit, no. Tür ist verschlossen. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich hätte mich, Alter, gefreut. Was? Wo sind wir? Okay, wir müssen anscheinend doch wieder komplett zurück. Und wir müssen einfach gucken, dass wir die Magnetkarte... Jetzt ist aber... Jetzt! Was ist denn los? Okay. Bleibst du jetzt... liegen? Wie? Ich kann immer noch nicht... So, kombinieren mit... Ja, mit dem da. Okay. Und jetzt kann ich doch bestimmt nehmen, oder? Nein! Das hat die aber auch nicht stackt ordentlich. So, hier hatten wir doch auch jemanden, der auf uns gewartet hat. Okay. Oha. Ja, es ist also... gar nicht so einfach. Aber gut. Wir kriegen das hin, Chat. Wir kriegen das hin. So, wir haben jetzt die Magnetkarte von dem Javner. Access denied. Ist gar nicht wild. Ist völlig in Ordnung. Nicht. Was heißt denn das jetzt als nächstes? Kann ich... Ne, warte mal, hier, das wird nicht funktionieren. Aber... können wir jetzt... vielleicht... Lass mich doch mal durch. Sofa. Die Karte hierfür verwenden? Geht das? Nein. Ich weiß, das ist jetzt gerade echt... glaube ich, kein so geiles Gameplay zum Zuschauen. Weil ich ins Klo gucken muss, um den Schlüssel zu finden. Muss aber auch sagen, dass... Wieso kann ich den jetzt... Möchten Sie den Schlüssel aus Metall sammeln? Ja, möchte ich. So, wofür ist der? Ein kleiner Schlüssel aus Metall erscheint ein Schlüssel zum Öffnen eines Schließfaches zu sein. Okay, dann müssen wir wieder zurück. Nein. Bei der Rezeption. Weil da waren Schließfächer. Ich kann den Schlüssel nicht einmal hier verwenden. Muss ich den separat auswählen dafür? Sie können den Gegenstand nicht verwenden. Chat, habt ihr noch irgendwo anderes Schließfächer gefunden? Gesehen? Weil ich habe jetzt nur die hier gesehen. Und bei Q macht er halt nichts. Habe ich irgendwo irgendwas nochmal übersehen? Das wäre ja nicht das erste Mal. Und wird auch nicht das letzte Mal sein. So, hier ist ja auch kein Schließfach, ne? Oder? Lol, das war das für das... Okay, der Schlüssel war für die rote Tür. Darauf wäre ich nie gekommen. Ja gut, ich hoffe, ihr hattet heute ein bisschen Spaß bei dem Game. Die Steuerung war komplett weird. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob wir das Spiel spielen sollen, wenn es denn komplett rauskommt. Und mich würde mal interessieren, wer es von uns beiden spielen soll. Oder ob wir beide das spielen sollen. Sprich, einer spielt, der andere guckt wieder zu. Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Lasst gerne ein Like da. Und falls es nicht schon geschehen ist, lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und bis dahin sage ich erstmal, eingehauen.